Aha. Ah, jetzt ja. Naja, dann wollen wir mal, ne? So. So, komm mal her hier. Ah, ja. Mhm. Aha, Geld. So, 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 so. Bei Wuschach 3 hast du eine gute Zeit. Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von Contraband Police, der Empfehlung von Reloxy und zur Verfügung gestellt von Reloxy. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte so viel Spaß daran. Und einige von euch haben auch mir privat geschrieben, dass sie gerne noch eine Folge hätten, dass ich gesagt habe, komm, wir machen den zweiten Tag, wir ziehen den zweiten Tag auch noch durch und machen eine Kontrolle und gucken, ob wir dieses Mal die richtigen Entscheidungen treffen. Schlafen oder die Wachsamkeit, bla bla, es dauert 8 Stunden, vollständig geholst, bla bla bla, prima. So, wir schlafen und sind hoffentlich gleich wieder wach. Oh, prima, guck mal, 2 richtige Prüfungen, 1 finanzielle Unterstützung, 2 nicht korrekte Prüfungen, gut, Eigentumspflege, Mitarbeitervergütung, boah, wir kommen mit 0 raus am Ende des Monats für den ersten Tag. Für den ersten Tag mit 0 Euro raus. Unser Ziel ist es, diesen Tag mindestens 1 Dollar verdient haben. Mindestens 1 Dollar. So, rein hier. Rein hier. Ich muss nochmal lesen. Ich vergesse sowas immer sofort. Fahrer 51, partielle Zulassung, 2 CF. 2 CF. Ach, schau mal hier. 2 CF. Aha. So, hier, Kollege. Komm mal schön hier raus. Ja. Ja, bitte aussteigen. Ja. Mhm. Sehr gut. Ich möchte aber auch deine Papiere haben. Dankeschön, damit du mich nicht abhaust. Ja, du schaust so schön unschuldig, ne? Du bist ein Schmuggler, Kollege. Du bist ein Schmuggler. Und deswegen schaue ich mir jetzt auch alles ganz genau hier mit der Schwarzlichtlampe an. Eine Schlange. Hier. An diesen Orten kannst du auch Schmugglerware finden. Reifen, Dachhimmel, Kotflügel, Tank, Heckschütze, Stoßfänger, Luftfilter und so weiter. Okay, okay, okay. Na, dann holen wir mal das Messer. So, Kollege. Willst du hier etwa wirklich schmuggeln oder was? Hä? Siehst du, was ich hier habe? Hier, das da. Damit schneide ich jetzt deinen Sitz auf, Freund. So. Jawohl. Ah, guck mal hier. Oha, oha, oha. Ohne Ende Schmuggelware. Ist nicht mein Kennzeichen, man muss sehr zugänglich versteckt sein. Okay, okay, okay. Schauen wir mal unter die Motorhaube. Naja, dann. Ach, guck mal hier. Aha. Aha, Kokain. Aha, aha, aha. Ah, dann schauen wir. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Erstmal nehmen wir uns hier mal unseren Lohn für heute mit. Ja, damit wir auch heute mal bezahlt werden. So. Sonst noch irgendwas? Nee. Ich kann den Bastard jetzt verhaften. Alles klar. Komm her, du. Nieta. So, viel Spaß im Knast, mein Freund. Hier, deinen Schmuggelschrott haben wir sichergestellt. Werde ich mir ein schönes Wochenende von machen. Nein, ich distanziere mich natürlich von jeder Form von Drogen, Gewalt oder irgendwas, was mit davor zu tun hat. Und ich finde es gut, dass dieser Schmuggler hier im Gefängnis landet. Ja, dann machen wir mal lieber die Zelle zu hier. Na? So, hier bleibst du mal schön, Eddie. So. Das ist dein Lager. Hier lagerst du abgefahrene Schmuggelware, Ware, Waffen oder andere Dinge. Ja, super. Eins Tages was Besseres leisten zu können, zu verbessern. So, ist ja super, dass ich hier meine Schmuggelware ablege und so. Aber irgendwie habe ich den Verdacht, es ist nicht das Schlauste, Waffen und andere Dinge direkt neben der Zelle mit dem Verbrecher zu lagern. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht die beste Idee. Aber egal. Wir packen das jetzt alles hier hin. Es ist ja ein ehrlicher Gauner. Genau, bleib mal da stehen. Gib mir mal Papiere. Ah, Obchai, ob Dokumente. So. Gucken wir erstmal, was hier aussieht. Adalet Fidel.
Fadel. Da haben wir schon mal das Erste, was nicht stimmt, ne? So, dann haben wir JCSP, YCSP, 32, YP. Da haben wir schon das Zweite, was nicht stimmt. So. Gültig bis 81, bis zum 3. April. Wir haben den 17. April 81. Das heißt, hier haben wir auch schon ein Problem. Das habe ich vorhin gar nicht beachtet. Seht ihr mal. Arbeit ist der Einreisegrund und eigentlich passt hier überhaupt gar nichts. Ja, ja, das ist so eine Sache jetzt hier. Also Foto, warte mal, Foto muss ich nochmal gucken. Na, Foto passt doch auch nicht. Das passt doch auch nicht. Was ist denn das für eine Schummelei hier? Hallo? Jawohl. Ah, schwierig. Nee, aber ich bin mir Foto nicht sicher, aber ich mach's trotzdem dran. So, Passnummer nicht. Haltbarkeitsdatum. Ja, das passt auch nicht, die Einreiseerlaubnis hier. Ja, das passt nicht. Das kann ja nicht zusammenpassen, aber egal. Wird auch angedingst. So. Aber wir gucken jetzt trotzdem nochmal, was du so geschmuggelt hast, Freund. Hab so das Gefühl, dass wir hier das ein oder andere vielleicht finden werden. Ich greife dich nicht an. Ich gucke mir dein Auto an. Da passiert nichts. Die Karre ist eh für'n Rotz. Achso, das kann ich auch einfach aufmachen. Das muss ich gar nicht zerstören. Ach, guck mal an. Was haben wir denn hier? Aha. So. Hier. Komm her. Inspektion ist beendet. Verweigert. So, die Frage ist, war der jetzt ein Böser, den wir entkommen lassen haben? Oder war das jetzt ein Guter, den wir abgewiesen haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, sagt ihr es mir. Da kommt auf jeden Fall der Nächste und der sieht schon sehr verdächtig aus. Ja, das war eine gute Prüfung. Hier, guten Tag. Ja, Obermeister Schneider, bitte mal Ihren Ausweis. Jawohl, Dankeschön. Wir vergleichen erstmal, lehnen Sie sich zurück. Juri Ibraev, das passt soweit. 90A2, Q3DY, prima. 31. August 81, gültig. Ja, das passt auch. Guter Mann, ich glaube, ich habe bei Ihnen nichts zu beanstanden, aber ich würde doch ganz gerne, dass Sie noch mal kurz aussteigen. Ja, 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 schon gut, genau. Weil ich doch ganz, ganz sicher gehen möchte, dass ich hier nicht irgendwie irgendwas noch übersehe. Na, ich meine, Sie haben so ein schickes Auto. Da kann man ja mal was verstecken drunter oder drin. Das ist ja... Da kann man ja nicht verdenken, dass das auch mal so... Ne? Genutzt werden könnte für Schmuggelsachen, aber ich habe... Du wirst hier nichts finden. Ja, dann sei mal nicht so aggro, weil sonst gucke ich noch genauer hin, ne? Okay. Alles klar, komm, weil der so ein bisschen frech war, hauen wir ihm nochmal die Stoßstange krumm. Ah. Oh, 20 Euro Strafe. Ja, okay. Nee, alles gut. Du bist sauber, du darfst einreisen. Alles perfekt. Tut mir leid wegen der Stoßstange. Ja, tut mir leid. Komm, steig ein. Entschuldigung! Entschuldigung! Ich habe mich manchmal nicht unter Kontrolle. Gute Fahrt. Hier, ich mache noch Haube zu. So. So, jetzt bitte keinen Schwerverbrecher daran. Ich habe nicht geguckt, wie alt der war. Wow, gutes Ergebnis. Und der nächste, letzte. Naja, da muss das ja jetzt eigentlich hier unser Böser sein, oder? Hier, der 51-jährige Schmuggler. Guten Tag. Ah, kommt schon spannende Musik. Okay, kein Problem. Aha. So, dann hätte ich gerne mal Ihre Papiere. Sir. Gleich geht's los. Na klar. So. Gucken wir doch mal. Wen haben wir denn hier? Ah, ich habe keine Lust zu lesen. So, vergleichen. Passt. 1U9W XG4Q. Passt. 9. Oktober 81. 9. Oktober 81. Ja, ja, sieht soweit vernünftig aus. Wo kommt der her? Aus Akaristan. Akaristan, ja, Papier passt auch. Das sieht alles sauber aus soweit. Gut, dann würde ich mir gerne nochmal Ihr Auto kurz anschauen. Vielleicht haben Sie ja hier noch irgendwas, was Sie mir sagen wollen, oder... Aha. Ah, jetzt ja. Naja, dann wollen wir mal, ne? So. So, komm mal her hier. Ah, ja.
Mhm. Aha, Geld. So. Haben wir noch mehr? Was wollen Sie denn mit Geld schmuggeln, Kollege? Der Vorgänger hatte wenigstens weißes Pulver, ja. Aber das Geld... Hätten Sie auch einfach überweisen können, aber es ist Schwarzgeld, ne? Schwarzgeld wollten Sie hier unterjubeln. Naja, gut. Da bleibt mir nur eins zu sagen. Sie gehen mal schön ins Kittchen. Ja. Yep. Goodbye. Viel Spaß hier mit dem Kollegen. Ach, der hat hier hingehört. Soll mal ein Päuschen machen. Mal ein Kippchen rauchen, ja? Nix hier Kippchen rauchen. Mach sauber. Parkplatz leer machen. So, gut gemacht. Guck mal, Schmuggler erwischt, gibt 80. Das war's für heute. Ruh dich aus. Morgen wird der Kommissar eine neue Aufgabe geben. Na, herrlich. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr noch eine Folge haben wollt, wenn ihr sehen wollt, was für Tools, Werkzeuge, Möglichkeiten wir noch kriegen, Hinweise oder was sonst in diesem Spiel noch passiert, das scheint sich ja langsam aufzubauen, dann lasst mir doch einen freundlichen Kommentar da, dann mache ich vielleicht nochmal eine Folge oder, ja, lasst mir wenigstens ein Like da für die Mühe, dieses Video für euch zu erstellen. Wenn keiner noch nicht abonniert hat, kann das jetzt tun und ich freue mich auf den nächsten Teil mit euch oder das nächste Video. Bis dann, haut rein, euer Rouge. Ciao. Bei Rouge 3